Hallo bei meiner Realsatire-Sendung. Heute machen wir mal ein Selbstexperiment des Herrn Jenke. Er isst täglich 1 Kilogramm Zucker am Tag, hat er gesagt. Und ja, er opfert sich für uns, um zu zeigen, wie gefährlich Zucker ist. Wenn Sie das interessiert, wo das Problem ist, wir landen wieder mal in der Physik, ganz normal. Dann hören Sie mir weiter zu. Und zwar, ja gut, das passiert, wenn Sie täglich 1 Kilo und das ein Herr, der opfert sich für ProSieben und maximal 50 Gramm Zucker sollte man essen und dann isst er dann 1 Kilogramm, nimmt er täglich auf und lässt sich dabei von Medizinern begleiten. Also ganz ehrlich, den Mediziner würde ich anzeigen. Warum? Das sehen Sie gleich. Das sehen Sie auch, wie schlau Mediziner sind. Gucken wir mal. Jetzt hat er übrigens, lese ich heute, das Ding habe ich von gestern, heute hat er, Jenke bricht das ProSieben-Experiment ab. Naja, gut. Gut, hätte ich ihm gleich sagen können, wie geschickt die Sache ist. Warum? Gucken wir mal bei Lebensmitteln. Gucken wir erstmal, wie viel Energieinhalt überhaupt Zucker hat. Das finden wir hier in Energie.schweiz. Das wird ungefähr stimmen, 4,5 Kilowattstunde pro Kilogramm. Das ist genau dasselbe, das ist eine Bilanz. Machen wir jetzt eine tägliche Bilanz. So, und dann, und wie viel Kalorien brauchen wir? Das ist Techniker Krankenkasse. Also andere Stellen sagen, je nachdem, kommt da meines auch darauf an, wie schwer man ist und so weiter. Männer brauchen 2200 Kilokalorien, Frauen 1,8. Okay, das ist das, was die sagen, weil er ist 59. Und ja, und die Umrechnung, wie viel ist das in Kilowattstunde? Schauen wir hier, habe ich schon vorbereitet. 2000 sind 2,3 Kilowattstunde. Das bedeutet, der Herr Jenke bräuchte am Tag ungefähr 0,5 Kilogramm Zucker. 0,5 Kilo. Nicht ein. Und wenn er dann nämlich 1 Kilogramm zu sich nimmt, der ganz schlaue Mensch, dann ist das doppelt so viel alleine an Kalorien bzw. Joule, die könnten wir jetzt umrechnen, das lassen wir jetzt mal. Eine Kalorie ist irgendwie die Energiemenge, mit der ich 1 Gramm Wasser von 15,5 auf 16,5 Grad erwärmen kann. Das ist so die Kalorie, die ist dann nicht mehr in die SI, die wurde dann durch die SI-Einheiten ersetzt, das sind dann die Joule, die benutzt aber in der Ernährung niemand. Aber hier sehen wir der Herr von Jenke von Wilmsdorf, einer von, ein Journalist und ein paar Ärzte, irgendwo, das ist so absurd, die ganze Geschichte, das ist so albern, weil das ist so durchsichtig, 1 Kilo Zucker, das ist doch eigentlich, wenn man sich die Sack da vor sich stellt, für jeden klar, dass das zu viel Kalorien sind. Nur für einen Adligen, für Journalisten, die Presse und für Ärzte nicht. In diesem Sinne ein kurzes Video, 1 Kilo Zucker am Tag, ganz gefährlich. Ciao. Realsatire pur. Wie dumm, wie wirklich erbärmlich dumm können Leute einfach nur sein.